Haben Sie eine Wette verloren? Wie gesagt, haben Sie geglaubt, dass die Welt untergeht am 21. Haben Sie geglaubt, dass ich irgendwie Glück bin? Wir wissen es nicht. Wir haben da schon die verrücktesten Antworten bekommen. Dann bekommen Sie von der Christina und von Peter eine kalte Dusche. Die machen das heuer zum ersten Mal. Ja? Ich komme dann gleich zu euch. Die kommen dann also heraus, bekommen eine kalte Dusche und dann geht's los. Und dann warten die Schwimmerinnen und Schwimmer auf uns. Genau, denn das Publikum hat hier einen ganz, ganz großen Beitrag zu leisten. Wir zählen alle gemeinsam von 3 herunter. Das Ganze schaut dann so aus. 3, 2, 1 und dann das berühmte Eis. Also, wir probieren das jetzt gleich einmal. Alle bitte mitmachen, denn ich glaube, diesen Respekt sollten wir jedem zollen. Ja, we're from Holland. We're from Holland. Los. Was? Verhocht. Zielachtung. Hey, ich bin so viel enttäuscht, weil heute ist hübsch warm da. 6 Grad. Also, da hat sich schon was einfallen lassen können. Ja, herzlich willkommen zum 12. Silvesterschwimmen. Ein paar bekannte Gesichter sind hier, die wissen schon, wie es abläuft. Aber für die, die es noch nie teilgenommen haben, machen wir jetzt ein schnelles Briefing. Entschuldigung für meine Zeichenkunst, aber das habe ich nicht studiert. Ja, man kann sich jetzt vorstellen, was das ist. Das ist unser Eisberg. Ein Seehund. Ein Seehund. Die ungefähre Distanz, bitte loggen Sie mir jetzt nicht fest, sind 25 Meter, das sind die Schwimmschnüre. Könnten aber allein 24 oder 23 sein. Aufgrund, weil wir so ein bisschen hergesponnen haben. Was für euch wichtig ist, paarweise wird es da geholt, angezogen in der Badehose. Neopren ist nicht erlaubt. Ja, der kann er, geht gut. So, dann wird es angeführt zum Steg. Hinten haben wir ein Zelt, das ist beheizt, da darf es euch noch aufwärmen ein bisschen. Dann wird es vorgebeten an den Steg. Da stehen noch 2 hübsche Damen mit einem Kübel Wasser. Oh weh! Also kalt. Ja, das ist nicht kalt. Also der taucht hier, der hängt schon 4 Tage jetzt in Seen, aber wir haben ihn nicht weiter aufgebracht, wir 7 Grad. Wegen Eis, oder? Aber leider die ersten 3 cm drunter hat er 4. Oben schwimmen. Umso schneller, umso weiter bleibt man oben. Du bist ja dabei, oder? Natürlich, ich bin der Vorschwimmer. Ich bin gestern schon vorgeschwommen. Nein, auf jeden Fall. Dann kriegst du den Kübel Wasser. Das ist, dass man Kreislauf ein bisschen zu motivieren und das abschreckt. So, da unten ist ein Moderator, der zählt dann ein 3, 2, 1 und dann wird geschwommen. Letztes Jahr haben wir viele gehabt, Moment, die haben einen Kübel Wasser gekriegt und sich umdreht und waren schon weg. Das ist gleich, weil wir haben 2 Stopprunden. Aber ist ja nett. Für den Gegner, dass man einfach gleichzeitig eine springt. Gegner, natürlich. Ich hab's jetzt keine Gegner. Das ist wild. Probier's. Es ist nicht Sommer, aber probier's. Aber wenn du einen Köpfler machst, die Füße, zuerst der Kopf finden, die Füße raus und sind, bist du disqualifiziert. Es ist nur aus Sicherheitsgründen für euch, nicht für mich. Bei mir aus, das Wasser hat da 6 Meter, da kann es alles rein machen. Aber im Video hat ich ein paar. Das war's raus. Das kommt vielleicht da schon. Vom Eisberg zu gar nicht, vom Eisberg weg. Aber jetzt ist es ja schon. Genau, vom Eisberg weg. Entweder Füße voraus, Stand oder so eine, aber mit den Füßen voraus, also nicht mit dem Kopf. Lasst es, wir haben Leute disqualifiziert, die eine gute Zeit gehabt hätten. Die haben sich danach noch ziemlich aufgehauen, aber ich hab's gesagt. Ich will nicht, dass euch ein Kreislauf zusammenhaut. So. Es gibt Verbund 1, es gibt Verbund 2. Das könnt ihr mit Aussiege ausmachen. Fertig. Es hat keiner irgendeinen Vorteil. So, die roten Kreuze, das sind nicht die Kreuzritter. Das sind da überall Leute, die passen auf euch auf. Das sind da auch noch 2 im Boot, die was da auf und abfahren. Das heißt, wir haben 6 Leute. Wenn was wäre, dann braucht es eine arme Teiten, dann hupfen die rein. Und nicht so winken bitte, gell? Weil wenn es so winkt, die Fans, die springen rein und holen nach Wasser. So, hallo, hallo, cool, mir geht's gut, die holen nach Wasser. Ja? So, wir haben 2 Kategorien, die Sportkategorie fahren. In der Sport haben wir jetzt irgendwas mit 56 Teilnehmern. Ja? Das geht recht flott, das heißt, wir haben 56 Zeiten und dann haben wir noch, glaube ich, 10 Damen, die sind gesondert, aber da wird man natürlich auch schauen müssen. Kategorie Sport ist fertig. Die Kategorie Fun kommt gleich im Anschluss.
Na, wünsche ich euch viel Spaß. Und alle da bleiben bitte jetzt, gell? Ja, der Fahrgeneral, der scheißt euch zusammen, wenn ihr nicht da seid. Und sonst kommt ihr einfach nachher hinten drüber, wenn ihr nicht da seid. Die ersten vier Schwimmer, die warten ja schon ewig. Ja. Da werdet ihr euch gut zuschauen, wie die jetzt schwimmen, weil in einer Viertelstunde sind die noch euch recht im Wasser. Oh,
Wir sind da ganz knapp, glaube über eine Minute. Bist du zufrieden schon? Natürlich möglich. Der Bernd aus Hall und der Bernhard aus Wattens. Der Bernhard also auf der rechten Seite und der Bernd auf der linken Seite. Da gibt es nochmal einen Klopfer auf die Brust und los geht's in 3, 2, 1, 1. Unterwegs und steht dann mit einer Zeit von 40 Sekunden und 72 Hundertstel. Wo ist die Biggie? Ist sie zufrieden? Thank you.
wir sind nächstes Jahr gleicher Zeit, gleicher Ort wieder da. Herzliche Gratulation, guten Rutsch ins neue Jahr und die Hände werden da schon aneinander gerieben und da wird ja schon im Dank geübt. Die Lisa Maria ist bestimmt, die da so hoch hüpft und die Eva Knabel aus Pfaffenhofen, wahrscheinlich die Schwester von Luis und von Michael, oder? Stimmt das? Sind die Brüder da? Ja. Beide? Ja. Wer gewinnt heute? Der Luis. Wieso der Luis? Weil eigentlich ist der Michael mein Cousin. Ach so, ich hab dich gerade gefragt, du hast gesagt. Ah, okay, ihr seid immer verwechselt. Okay, gut, passt. Also, die Eva ist 16 und nehme ich an, sehr fleißig beim Krieg im Moment. Da braucht man aber wohl unsere Fachschule. Wenn wir das herauskommt, dann werden wir gleich jetzt fragen. Vorher hat man noch etwas lecken dürfen. Was darf man denn jetzt machen? Ist es voll? Voll, wenn ich beschreiben müsste. Total. Ist es das Banalste, was jemand miterlebt hat? Okay, aber nächstes Jahr wieder. Gut, und? Du bist auch zufrieden, ja? Voll, und wie ist es jetzt? Lässig. Und dann reist das nächste Mal auch wieder zufrieden dann, oder? Ja. Okay, super, viel Spaß. Daumen hoch und dann für den Versuch und den Bruder. Und bei uns geht es weiter. Es ist jetzt nicht mehr so warm draußen. Ja, also es ist jetzt schon ein bisschen kälter geworden. Ist egal. Ist, glaube ich, nicht mehr viel um. Okay, und wir starten das Silvesterschwimmen für unsere nächsten Kandidaten. 21 Jahre alt ist der Markus und der Patrick, 33 Jahre alt. Kräftigen Applaus für unsere nächsten beiden Sportler. Yeah! Ja, aus der Zeit, das ist rutschig. Hast du Angst? Ein bisschen. Okay, dann möchte ich euch gar nicht mehr länger aufhalten. Bitte der Wasserräter Patrick Summerer aus Albach auf der rechten Seite und der Steve aus Belgien ist auf der linken Bahn zu sehen. Und los geht's nach einer kalten Dusche und 3, 2, 1. Halleluja! Sag mal, Patrick, bist du zufrieden jetzt? Also das ist ganz knapp hinter der besten Moment im Nacken. Ja, gewaltig. Also wir haben schon mit 37 Sekunden, du bist schon eher als ein besser Fan. Das darf man. Also, viel Spaß und auch unser Herr aus Belgien, das ist ja auch zufrieden, nehme ich an. Ja, wirklich gar nicht. Ja, okay. Also, danke. Bitte. Ja. Und die nächsten beiden Herren. Ist noch Kötter. Für den Franz, also auf der linken Seite, und den Jakob auf der rechten Seite, geht's los in nach der kalten Dusche. 3, 2, steckt an mit einer Zeit von 48 Sekunden und 46 Hundertsten und der Franz aus der Kugel steckt an bei 52 Sekunden und 69 Hundertsten. Gratulation an euch beide und jetzt werden wir gleich mal mit diesem Rautkopf-Oberteil aufräumen. Jakob, bist du zufrieden? Ja, saugeil. Saugeil, jetzt haben wir es dir auch schon mal gesagt, du bist schneller. Ja?
Schau mal, da ist es so. Okay, also nur das Ganze und ich habe es noch an euch beide und guten Rutsch ins neue Jahr. Kommt gut nach Hause. Was ist denn jetzt? Super, jawohl. Okay. Aus, als würden wir verwandt sein, Vater und Tochter, nehme ich an. Das kommt so hin, ja. Das kommt so hin. Ist das das Alter oder Alter als Ausruf? Alter, den Rest kannst du drüber liegen. Den Rest kann ich mir überlegen. Im Alter ist gut schwimmen, sag ich jetzt. Ja, ja, gut, danke. Ja. Okay. Also, und die Alexandra, 16, du bist einfach der junge Hupfer in der Familie, stimmt das? Ja, danke. Gut. Seid ihr nervös? Das erste Mal dabei heute? Der Felix ist ja schon rübergeschwommen und das kommt das Geld gerade einfach. Ganz einfach. Dann werden wir ganz einfach nach vorne gehen. Wir werden ganz einfach reinhüpfen und eine gute Zeit in unser... Sie schlägt an mit einer Zeit von 46 Sekunden und 68. Gratulation! Und die Zeit von Klaus auch. Sehr, sehr gut, unter einer Minute, 52 Sekunden und 35 Hundertstel. Sehr gut an Vater und Tochter, können wir hier nur sagen. Die Alexandra schaut da ganz entspannt aus. Sicher auch, sagt sie. Und dich wundert es gerade immer, dass sie die Leute gesprächiger, wenn sie herauskommen aus dem Kaltwasser. Alex, wie bist du? Zu viel? Ist dir zu kalt? Möchtest du etwas? Ja, Nummer ist Nummer. Das ist ja natürlich möglich. Gell? Also, wenn du nochmal schwimmen möchtest, ist kein Problem. Okay, also, alleine geht nicht, sondern nur zusammen im Team. Gratulation an Vater und Tochter. Da muss man sich schon ein bisschen reinnehmen. Also so knapp über eine Minute kostet ihr letztes Jahr. Also, das passt, oder? Das passt. Super. Und alle guten Dinge sind ja drei. Das heißt, wir sehen uns nächstes Jahr wieder. Gratulation an die beiden Damen aus Reingemann. Voll aus der Hütschnau, stimmt es? Das ist genau richtig aus der Hütschnau. Eine Dame, die ganz, ganz leise spricht, aber dafür umso schneller schwimmt. Was war das der Bestzeit? Ich hab's nicht mehr bekommen. Wahrscheinlich. Ob es gereicht hat, das sehen wir dann später. Genau, die Matea tretet gegen die Melanie aus dem Zillertal an. Die Kollegen aus Hort haben mir schon was vorgelegt. Du bist ein bisschen weiter drinnen. Du kommst schon gern aus mir. Genau. Du bist heute das erste Mal dabei, weil du musst es dir selbst beweisen, oder? Stimmt, ja. Da fällt dir nichts besser sein, wie wenn wir auch ein Silvesterschwimmen mitmachen. Nein, leider. Okay, dann sind wir froh, eine Teilnehmerin mehr. Und ich darf euch einmal hinaus bitten, bitte geht's in euch einen kräftigen Applaus für die Vorjahressiegerin Matea Hollaus und an ihre Gegnerin Melanie Haas aus dem Zillertal aus dem Zellernzillertal. Das war 50 Sekunden und 0,300 und ihr genereller Rekord aufgestellt im Jahre 2010 mit 37 Sekunden. Und da schauen wir, ob wir da wieder hinkommen. Die Matea mit einer Zeit von über 37 Sekunden, aber hervorragend bei 43 Sekunden und 84 Hundertstel. Die Matea Hollaus aus der Wütschenau vom Tri-Team Virgil Wave und die Melanie Haas vom Gerlersberg mit einer Zeit von 55 Sekunden und 900 unter einer Minute geblieben. Also hervorragende Zeiten von unseren Siegern. Gratulation auch an dich. Hast du das selber bewiesen? Ja, voll. Bist stolz auf dich, oder? Guten Rutsch, viel Spaß an unsere beiden Damen. Dankeschön fürs Mitmachen hier beim Aachenseer. Silvesterschwimmen. Und ich befinde mich wieder im Zelt auf der rechten Seite. Der Christian, der ist schon wieder mal da. Das Gesicht kommt mir bekannt für. Wie oft hast du schon mitgemacht?
dritte Mal her. Kommst aus Münster, also du bist auch von über die Konzertkarriere, bist 40 Jahre alt und möchtest heute deine Zeit verbessern. Oder warum bist du da? Ich behaupte immer, dass ich da aufhört und mache. Zeit interessiert dich nicht, nur die Abhaltung. Aber du schaust schon relativ fordert aus. Ja. Und daneben steht der Roland. Roland, was tust du so, wo kommst du her und warum beim Master-Silvester-Schwimmen mitmachen? Ja, ich bin aus Kanada. Ich möchte nur meinen Kollegen sagen, dass ich Hertha-Bier wäre. Also ist der Roland härter als der Christian? Das ist die Frage bei unserem nächsten Duell. Keiner ist härter als der Roland, sagst du jetzt einfach mal. So eben, passt. Dann möchte ich das jetzt einmal sehen. Also, meine Damen und Herren, auf der rechten Seite ist der Christian und der Roland auf der linken Seite möchte jetzt gerne härter sein als aus Bonn. Richtig. Und der Florian kommt aus Deutschland auch, aus Köln und ist der Beatboxer, steht hier oben und natürlich ist es, hast du das gehabt schon? Aber es stimmt, oder? Ist richtig und deswegen bitte ich jetzt einmal dich ganz gut, natürlich um eine Kostprobe, was schon rausschreit. Also unser DJ muss jetzt gerade ganz kurz die Musik ausmachen, Musik also bitte aus. Und der Florian wird uns jetzt ein bisschen Beatboxen, das ja eine sehr, sehr schwierige Kunst ist. Wie lange machst du das schon? Oh ja, doch schon solange wie Eis schwimmen. Solange wie Eis schwimmen. Okay, dann schauen wir mal, wie gut du Beatboxen kannst und dann sage ich, ob du ein Anwärter auf den Titel der King of Ice bist. Machen wir das so. All right. Feel the force. Schau dir mal, das hast du schon begonnen, wenn du gleich gut schwimmen kannst wie Beatboxen, dann wirst du das jetzt locker gewinnen. Okay? Bitte hinaus auf den Steg und wir werden dann mal schauen, wer hier schnell ist. Ja, also Beatboxen kann er schon einmal gut. Das ist bereits zum zweiten Mal dabei hier beim Wachseer Silvesterschwimmen. Die Hilfe im Gegensatz war mit dabei, das ist zum ersten Mal. Und sie hat in einem berauschten Zustand zugeschrieben, heute beim Silvesterschwimmen dabei zu sein. Genau. Zuerst liegt sie da wie immer den kalten Kübel vom Achseewasser über den Kopf und dann geht's los. Ich weiß, wie es hier nebenseitig, aber
Thank you.
Aber auch online auf www.achensee.info gibt es hier einige Fotos zu finden in der Bildergalerie. Und noch einmal einen kräftigen Applaus für unsere Teilnehmer beim Silvesterschwimmen 2012. Dankeschön. Ja, meine Damen und Herren, ich darf mich recht herzlich schon einmal bedanken. Die Fun-Erwertung wird dann später, was ich jetzt mitbekommen habe, sind da, sind hier.